Moin Moin meine Freunde, gestern postete der Community Manager von Clash Mini Vlad auf seinem YouTube-Channel ein Video und sagte folgendes. Alright, so May 4th will be the date where the balance changes, economy changes and ELO changes, well, rank play adjustments will happen. Übersetzt bedeutet das, am 4. Mai gibt's dicke Änderungen. Was für Änderungen genau, das erfahrt ihr in diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt und ihr mich supporten wollt, dann lasst doch gerne auf Ehren Abo da. Wir starten rein. Let's go! Eine der wichtigsten Änderungen wird das Ladder-System. Jetzt ist es ja so, dass es keine Rolle spielt, gegen welchen Gegner du zockst, egal wie viele Trophäen der hat, du kriegst annähernd das gleiche an Trophäen. Und in der letzten Season war es so, dass die Trophäendifferenz vorgegeben hat, wie viele Trophäen du bekommen hast. Sprich, dein Gegner hatte viel weniger Trophäen als du. Wenn du dann gegen ihn gewonnen hast, hast du auch weniger Trophäen dazu bekommen und er weniger verloren. Im Umkehrschluss hatte der Gegner viel mehr Trophäen als du, hast du auch mehr gewonnen, wenn du ihn besiegt hast. Es soll wohl nicht mehr ganz so krass sein wie in Season 4 mit der Trophäendifferenz, aber es soll wohl wieder eine Rolle spielen, sodass das ganze Leaderboard etwas fairer und etwas mehr competitive ist. Jetzt sieht man ja ganz deutlich, wer viel zockt und wer wenig zockt. Die Leute, die jetzt gerade bei 9000 Trophäen sind annähernd, die zocken halt ihre 20 Stunden am Tag und das schafft kein gewöhnlicher Spieler, auch wenn er vielleicht besser spielt. Wichtig zu erwähnen, auch wenn die Elo-Änderungen erst am 4. Mai eintreffen, wird der Season Reset ganz normal am 1. Mai stattfinden. Allerdings wird der Mini-Pass auch erst am 4. Mai resettet. Dieser wird übrigens auch noch eine grundlegende Veränderung haben, und zwar wird er mehr Value haben. Generell soll es wohl für Free-to-Play-Spieler und auch für Pay-to-Win-Spieler einfacher sein, ihren Account zu maxen. Bedeutet, dass man überall ein bisschen mehr Shards, ein bisschen mehr Gold und so weiter bekommt. Dies kostet dafür aber auch ein bisschen mehr Geld. Das bedeutet, dass der Pass nochmal um 2 Euro teurer wird. Aber keine Sorge, zum Glück nur der Grundpass macht ja auch Sinn, weil es halt mehr Belohnungen gibt. Und in dem Plus-Pass sind ja nur Skins und Emotes drin. Die werden ja nicht angefasst. Das heißt, der Pass bleibt gleich für 10,99 €. Aber der Grundpass wird von 5,99 € auf 7,99 € erhöht. Ebenfalls erhöht von der Value als auch vom Preis wird der Event-Pass. Dieser wird um 3 Euro erhöht, das bedeutet, er kostet jetzt gerade 2,49 €, dann wird er demnächst 5,49 € kosten. Das finde ich persönlich sehr schade, weil ich halt eigentlich nur den Avatar brauche, alles andere ist für mich Käse. Die ganzen anderen Rewards sind mir eigentlich völlig egal. Ich habe meinen Pass auf dem Main-Account auch nur bis zum Avatar gespielt und nicht weiter. Deswegen, ich finde das schade für die Leute, die eh Max sind und die ganzen Belohnungen nicht mehr brauchen, dass die jetzt trotzdem so viel Geld für einen Avatar zahlen müssen. Ich hoffe, dass das in Zukunft auch angepasst wird und dass es dann vielleicht 2 Event-Pass-Stufen gibt, dass man für den Avatar nicht so viel Geld ausgeben muss. Bei dieser Erhöhung, Freunde, dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass der Free-Pass ebenfalls um einiges an Belohnungen dazu gewinnt. Also ist nicht so, dass ihr nur durch mehr Pain mehr bekommt, dann wird es ja nicht viel bringen. Auch Free-to-Play-Spieler bekommen eine Menge mehr Progression. Die nächste Änderung ist der Goldgewinn pro Match. Insgesamt kann man ja 2000 Gold am Tag durch Zocken bekommen. Das wurde ja im letzten Update erhöht. Allerdings war es halt super schwierig, an die 2000 Gold ranzukommen, wenn man nicht viel gespielt hat. Das soll sich jetzt ändern, indem man etwas mehr Gold bekommt. Eine genaue Zahl haben wir leider noch nicht. Und auch das Freischalten von Minis ändert sich. Bisher haben wir dafür Gold oder Gems gebraucht. Ab jetzt soll man dafür Star Shards brauchen. Gut, die Änderungen, ja, ob die jetzt noch viel bringt, wenn die meisten Leute schon ihr Gold ausgegeben haben, um alle Minis freizuschalten und jeder sitzt auf einer Menge Starshards. Aber naja, so ist es jetzt halt, ihr könnt die Minis mit Starshards freischalten. Dafür soll es übrigens jetzt auch mehr Starshards als Belohnungen geben. Bisher war es ja ziemlich schwer da ranzukommen, man musste sie sich eigentlich immer kaufen. Und eine der letzten Änderungen sind die Angebote im Shop, die ja ziemlich verwirrend sind. Also es wurde ja jetzt schon geändert, dass es jetzt auch Gem-Skin-Angebote gibt, was ich eine gute Nummer finde. Aber diese Special Bundles, die sind immer noch komplett verwirrend hier. Mit 1100% Value für 30 Euro kriegt man eine Handvoll Charts, mit denen man gar nicht so viel anfangen kann. Das soll wohl entfallen, das soll jetzt alles ein bisschen klarer werden und auch da soll es mehr geben für euer Geld. Es waren jetzt schon eine Menge Änderungen und die letzte Änderung ist für die Leute wichtig, die noch nicht die Counters freigeschaltet haben. Die ist zurzeit nur für Gems zu erwerben, bedeutet ihr müsst payen, um die Counters zu haben. Was natürlich absolut gar nicht geht und uncool ist. Und das wird sich jetzt auch ändern. Die Counters wird nämlich ab dem 4. Mai für 2000 Crystal Coins im Shop verfügbar sein. Finde ich ist eine ganz coole Nummer, da haben die Crystal Coins auch nochmal ein bisschen mehr Bedeutung, gefällt mir auf jeden Fall und ist definitiv besser als ein Pay-to-Win-Helden zu haben. Das war's mit den ganzen Änderungen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein meine Freunde, bye bye, euer Psy.